Luftballons, Flaggen und jede Menge Rummel. So sah der demokratische Nominierungswahlkampf vor 4 Jahren bei Hillary Clinton aus. In diesem Jahr wird er zwar prominent moderiert von US-Schauspielerin Eva Longoria Baston, aber der Kongress ist rein virtuell. Alle Redner werden per Video dazugeschaltet. Die 4-tägige Veranstaltung bildet den Auftakt zu 2 Monaten Wahlkampagne um die US-Präsidentschaft. Der erste Unterstützungsbeitrag kam von Michelle Obama. Ich kenne Joe. Er ist ein zutiefst anständiger Mann, geleitet vom Glauben. Er war ein hervorragender Vizepräsident. Er weiß, was es braucht, um eine Wirtschaft zu retten, eine Pandemie zurückzudrängen und unser Land zu führen. Und er hört zu. Er wird die Wahrheit sagen und der Wissenschaft vertrauen. Mit dem Kongress wollen die Demokraten Biden als charakterlichen Gegenentwurf zu dem provokanten Amtsinhaber Donald Trump präsentieren. Mit seiner Vizekandidatin Kamala Harris und einer Reihe von Rednern wird die Partei versuchen, ihre politische Basis zu stärken, aber auch schwankende Republikaner zu überzeugen. Derzeit geben Umfragen Joe Biden einen Vorsprung vor dem amtierenden Präsidenten.